Willkommen bei der Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie geht's eigentlich mit den Schlüssel? Ja. Ob nochmal Keyless Go funktioniert? Ja, funktioniert. Heute geht's wieder um mein Audi. Mann, habe ich den vermisst. Wir müssen natürlich ein paar Sachen einbauen, weil wir werden ja jetzt bald damit in die Türkei fahren. Das ist ja mein Daily, den ich noch nicht angemeldet habe. Das ist das Geilste. Also wir werden jetzt fertig machen, einen TÜV bekommen und dann wird auch angemeldet bleiben. Ich habe mir natürlich neue Felgen geholt und dann hat mir Tim vom Felgenforum nochmal Felgen geschickt. Und welche Felgen habe ich wieder zurückgeschickt? Genau, graue. Grau das Auto, grau die Felgen. Darum habe ich mich für die goldenen, ach, goldene wird auch geil aus, für die schwarzen entschieden. Wir haben hier einen S6-Look hinten, aber wenn wir den starten, hören wir... Startet den? Muss da jetzt mal ein Schlüssel wieder hin. Diese 3 Liter hört sich auch danach an. Kannst ruhig volle Pulle geben. Okay, man hört gar nichts, Leute. Alles schon Wahnsinn. Guck mal, wie geil der läuft. Obwohl wir fast 400.000 haben. Oh, Service. 4-Säulen-Bühne, ziehen wir den hoch. Was wir heute machen. Wie man sieht, haben wir eigentlich Aktiv-Soundsysteme hier verbaut. Dort einmal. Oh, Stecker ist hier abgesteckt. Nur, es funktioniert nicht, auch wenn man auf Dynamik einstellt. Ich schätze mal, vielleicht weiß das der eine oder andere nicht, da drin sind tatsächlich solche, oh, Falschraum, solche Boxen sind verbaut. Ich schätze mal, dass bei unserem Audi die kaputt sind. Hier haben wir schon mal den Stecker ab, da hat er auch den Stecker schon mal ab. Und dann werden wir den mit 3 Schrauben lösen. Und wenn wir die Auspuffanlage abhaben, werden wir das Ganze mal aufschneiden und dann mal reinschauen, wie die Boxen aussehen. Und dann versuchen wir, diese neuen Boxen in diesem Auspuffsystem einzubauen und dann mal schauen, ob der danach wieder Sound hat und wie sich das anhört. Vorbesitzer hat er mir diesen Link geschickt und gesagt, Yunus, diese Boxen passen da rein und die haben einen super Klang. Das heißt, wenn ihr Boxen da einbaut, kann auch sein, dass ihr Klang habt, aber er hört sich nicht gut an. Also so eine Gefahr gibt es auch. Wir bauen ihn jetzt ganz schnell aus. So sieht's aus. Und das ist unser Aktiv-Sound-System hier. Der wird schon bearbeitet. Das müssen wir erstmal wegmachen. Boah, guck mal. Ui, der geht ja so ab. Ha. Interessant. Aber das muss alles sauber gemacht werden hier. Oh, hier haben wir auch sowas. Was ist das? Keine Ahnung. Aber fühlt sich weich an. Ach, kann das sein, dass man das aufmacht und reinschauen kann? Ach, hier. Oh, wird auch schön bearbeitet. Jetzt haben wir alles ab. Und so sieht das jetzt aus. Wurde nur echt ein-, zweimal punktiert nur, nicht viel. Oh, hier haben die aber richtig geschweißt. Okay. Da haben die auch punktiert. Aha. Und da haben die auch nochmal punktiert. Macht man das so? Keine Ahnung. Da drüben ist die auch so katastrophal gemacht worden. Hier sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Hier haben sie sich richtig Mühe gegeben. Mhm. Ja. Ja, das Gute, wir müssen nicht viel machen. Das heißt, der wurde schon mal durchgeschnitten, das ist gut. Aber hier haben die auch Aufkleber drauf gemacht, oder was ist das hier? Jo, das Aufkleber drauf. Wie kommt das denn hin? Hier auch. Ich kann hier einmal links machen. Hier rechts machen. Hier haben wir sowieso eine gute Kennzeichnung, ne? Brauchen wir den gar nicht genau kennzeichnen, weil sonst hätte ich gesagt, lass den einmal so hier, so gerade und dann hier, aber brauchen wir nicht. Jetzt nehme ich den mal auf die Werkbank. Alter, guck mal, was hier rauskommt. Was ist das denn? Ja, so Rost mit Wasser. Also, das,
der erste. Also ich habe mir Mühe gegeben, ich hoffe mal. Also ich habe sowas noch nie von innen gesehen. Ich weiß gar nicht, was uns erwartet. Was wir nur gesehen haben, diese braune, gerostete Flüssigkeit, was entgegengekommen ist. Und jetzt bin ich mal gespannt. Okay, was hält doch hier? Irgendwas hält noch hier. Aber ich glaube, das können wir bestimmt so ein bisschen. Oh. Oh, ach, guck mal. Der war hier ab, Ivo. Und voll durchgerostet hier, ne? Vom Wasser. So sieht das von innen aus. Was haben wir da? 7er, 8er? Yes. So. Aber wenigstens gehen die Schrauben noch ab. So, der hier ist abgebrochen. Ich glaube, der müsste auch viel mehr Schrauben haben als nur 2. Ja, hier sind ja noch viel, voll viele Löcher. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Du siehst, der hier war schon kaputt. Hier haben wir noch eine Dichtung, sehe ich gerade. Oh, ja, guck doch mal, die ganzen Schrauben sind. Ja, guck mal, wir müssen hier Löcher bauen. Die ist, glaube ich, bei dem neuen gar nicht dabei. Die werden wir auch gleich später wieder. Wir müssen auch später einmal Durchgang messen. Nicht, dass wir das umsonst einbauen und dann hat er keinen Durchgang. Und dann stehen wir da. Ja, das ist echt so ein Teil, um so reinzuschauen, glaube ich. Ob die Box in Ordnung ist, ob die arbeitet, glaube ich. Keine Ahnung, was das ist hier. Oh, hier waren die zum Beispiel dran. Aha. Hier haben die auch vernünftiger abgeschnitten als dort. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Box aussieht. Oh. Okay, jetzt an den schwarzen. Ja, schwarz haben wir überhaupt nichts. Also, machen wir so. Ja, ist gut. Siehst du, jetzt geht's wieder. Deswegen hat es nicht funktioniert. Und jetzt die andere Seite mal kontrollieren. Okay, schwarze. Okay, hier haben wir keine Probleme. Hier funktioniert es auch, das ist gut. Dass wir hier vielleicht sogar neue Kabel verlegen. Reicht uns. Hier haben wir 4 Löcher, die werden wir nur vergrößern. Das reicht uns auch, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir die Löcher gebohrt. 4 Stück. So, richtig schöne 10er. Und das ist auch wichtig, dass ihr solche Schrauben am besten nimmt, weil solche Dinger, die gehen erstens, die drehen sofort durch, die halten nichts aus und ja, brechen direkt ab. Also das bringt nichts. Das machen wir jetzt alles sauber. Natürlich sehr, sehr wichtig, dass auch kein Dreck mehr drin ist. Dann wird er ja sofort unsere Boxen kaputt machen. Kann auch sein, dass das so die 2. Generation ist. Und die 1. Ja. Kann sein. Ich bin genauso gespannt wie ihr auch. Dichtung haben wir sauber gemacht. Drauf. Weil neue Dichtung gab es nicht mit. Und dann natürlich neu, zwar diesen traumhaften Zähler. Also ich bin auch der Einzige, der das mit Schlaffi nicht festmacht. Ne? Also die brauchen wir nicht mehr nachziehen, das sag ich dir jetzt schon. Hier habe ich ja schon neue Kabel verlegt, die werden wir auf jeden Fall noch mal löten, damit wir auch schön sicher gehen können, dass es auch funktioniert.
So. Und dann schauen wir mal. Fest, fest. Jetzt werden wir natürlich Puntschweißen machen. 8 Punte, das reicht uns. Mehr brauchen wir nicht. Und Rest macht die Dichtmasse. So soll das sein. Eieiei. Okay. Das war's. Die eine Seite haben wir schon mal. Jetzt machen wir die andere Seite. So, Ivo? Ja? Also am Anfang habe ich gesagt, Alter, was ist das für ein Mist hier mit diesem Aluminiumkleber? Aber so mittlerweile habe ich mich echt angefreundet und ich habe gesagt, wow, wie geil ist das denn? Ja. Wissen wir jetzt überhaupt, wo der jetzt hinkommt? Achso, von dem Auspuffrohren sehen wir das, ne? Also müsste der eigentlich quasi hier hinkommen. So, den bauen wir dann ein. Den bauen wir jetzt ein. Ivo, okay. Bist du genauso gespannt wie ich? Ja, ehrlich. Ich frage mich, wie das sich anhören wird. Nicht nur du. Wo ist denn hier unsere 13er noch? Ah, kann sein, dass wir noch mal ein bisschen was einstellen müssen. Ah, okay, die Seite sieht mir ein bisschen zu hoch aus. Gib mal leichte Gasstöße. Okay, hier haben wir schon mal nichts. K und dann mal gucken bei Dynamik, ob sich jetzt was ändert. Ich drück drauf. Ja. Hat sich was geändert? Oh ja! Ey, gib mal ein bisschen Gas. Mama? Mama? Oh mein Gott! Noch ein bisschen? Ey, wie geil hört sich das denn an? Kann man das so ein bisschen einstellen? Ja, aber kann man Motor Sound noch mal einstellen? Dann bin ich mal gespannt. So. Setting. Motor Sound, Komfort, das heißt, wenn ich den jetzt auf Komfort mache, hast du noch? Ey, ich weiß nicht, ob man das hört. Na, hier ist Bombe. Hier. Mach. Mach nochmal. Okay, mach den mal bitte aus. Ich glaube, hier kommt nichts. Aber hier kommt nichts. Lass den nochmal abstecken hier. Und dann, guck. Ach, ich sehe schon, Ivo, guck mal. Kabel hinten ab. Hier, guck mal, siehst du das? Ja, auf der Kamera sieht man das. Oh! Oh mein Gott, jetzt haben wir Sound. Okay, noch einmal Soundcheck. Ja, rechts hat nicht funktioniert. Ich sag doch die ganze Zeit, da stimmt was nicht. Oh, ein bisschen mehr? Okay. Es ist auch nicht so übertrieben, ne? Geil. Oh mein Gott! Was ist das? Geil. Ey! Wieso ist der so laut? Das ist brutal. Warte mal, das ist jetzt dieses Dingens da, ne? Hier. Sound System.
Ey. Das ist heftig. Wie geil hört sich das denn an? Das ist richtig cool. Also das hört sich überhaupt nicht künstlich an. Nö, finde ich auch nicht. Das verstärkt jetzt alles, ne? Ey. Heftig. Wir hören null Dieselgeräusche. Nein. Guck mal, auch wenn er runterschaltet, ne? Ey, wie geil ist das denn? Hast du jetzt auf S? Wenn du jetzt auf Komfort machst, dann ist es weg. Auto das sieht man eh nicht auch weg. Ja. Nur bei Dynamik. Bei Dynamik macht er S. Ja, nur Dynamik. Aber das ist okay. Und unsere waren ja kaputt. Die war kaputt, ja. Wie findest du es? Ich finde es gar nicht so aggressiv. Nein, es ist weder noch eine so. Ja. Es ist nicht too much, es ist aber auch nicht zu wenig. Guck mal, wenn wir sogar hier zumachen. Trotzdem hört man es. Ich finde es geil. Ja, es ist okay auf jeden Fall. Weil er hat ja noch diesen Active Sound System. Konnte man da, dazu bestellen früher. Meinst du, wenn man das Auto bestellt hat? Genau. Konnte man das dazu bestellen. Mittlerweile ist das, glaube ich, verboten. Ach, guck mal, warum das denn? Ja, weil das mittlerweile verboten ist. Aber wegen zu viel Dezibel oder wegen was? Weil das ist doch nicht jetzt extrem laut. Das ist ja nicht sehr laut, ne? Das ist ja völlig alles im Rahmen. Ja, finde ich auch. Wenn es dreckig ist, dann meckert er auch. Ja, soll ich den nochmal waschen? Ja, ich muss den auch waschen, unbedingt sogar. Oh, guck mal, selbst mit geschlossenen Fenstern. Unterscheiden. Das sieht das aber komisch an, oder? Das ist geil. Ah, das ist geil. Feier ich doch. Meinst du also, ist gelungen? Ja, natürlich ist das gelungen. Also, ich find's geil. Ich find's, ist geil geworden. Und es war auch nicht schwer, das Ganze umzubauen, muss ich sagen. Also, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr einen Diesel habt, würdet ihr sowas auch bei euch machen oder nicht? Ich selber würde es, glaube ich, nicht machen. Aber weil wir das Ganze ja haben, dann soll es auch funktionieren. Hier nochmal lieben Dank an René, weil er mir die Boxen empfohlen hat. Und ich muss sagen, er hat recht gehabt. Die hören sich richtig geil. Jetzt müssen wir natürlich weitermachen. Damit wollen wir noch in die Türkei. Und wir haben noch sehr viel zu tun. Aber wir haben natürlich mit dem Wichtigsten angefangen. Sound natürlich. Felgen haben wir ja schon vorher gehabt. So, egal Leute, ich schleife wieder ab. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.